warum diese Statements nichts in der Öffentlichkeit zu suchen haben. Wir reagieren auf ein neues Video von Saschka. So, und ich glaube, Saschka, hat Saschka nicht auch mal über dich ein Video gemacht? Oder warst du auf dem Thumbnail zu sehen oder so? Ja. Was ist denn da passiert? Sag mal. Ich weiß nicht mehr genau, aber irgendwas hat sie Digga, auch wie cringe das aussehen wird auf YouTube. Ich klebe in dein Gesicht, wenn ich dich frage. Was hat sie gemacht? Erzähl mal. Weil diese scheiß Kopfhörer zu kurz sind, Leute. So, ich bleib jetzt so. Ja. Also noch einmal. Ja, doch, sie hat auch irgendwas über mich gesagt, aber ich erinnere mich nicht mehr ganz genau. Aber da war auch nicht alles ganz richtig, was sie gesagt hat an Informationen. Warum aber warst du denn in dem Video dabei? Sag doch nur. Ich erinnere mich nicht mehr genau. Ich weiß nur, dass ich Titelbild war, Luise auch, und da irgendwie über Codes gesprochen wurde. Ich erinnere mich nicht mehr. Okay, naja, okay. Ist lange her. Warum ich da auf dieses Video reagiere? Ich habe auf dem Thumbnail gesehen, einmal Sarah Secret und einmal Nada Jindori eingeblendet wurde. Ich habe sogar dieses Statement von Nada gesehen. Mal gucken, was sie dazu sagen hat. Ja, Bruder, die macht schon gute Aufrufe, wa? Nicht schlecht, Alter. Heute hier versammelt, um den Sonntag 18 Uhr mit eurem Gast Saschka zu würdigen. Ja. Mein Statement dazu, dass letzte Woche kein Video kam. Ich könnte mir jetzt was ausdenken, ne? Aber ich will nicht unsere Beziehung zerstören, Leute. Deswegen bin ich einfach mal ruhig und ich sag... Ja, wahrscheinlich hast du keine Videoidee gehabt und niemanden gehabt zum Kritisieren und musst dann zwei Wochen später mit einem starken Video zurückkommen. So stelle ich mir das vor. Gar nichts. Statements im Internet sind gang und gäbe. Ob man eben nicht wusste, dass ein bestimmtes Wort vielleicht beleidigend für eine Gruppe sein könnte. Oder man hat eben viele Vorwürfe von ehemaligen Kandidatinnen bekommen. Aber wollte sich dazu nicht so ganz äußern, außer in der ersten Folge, und das Statement hat man danach gelöscht. Welche Arten von Statements gibt es? Warum ist das Internet voll von ihnen? Und warum sind so viele so dumm? Ich bin echt gespannt, Digga, warum ich so dumm bin. Oder die ganzen Statements. Einige Beispiele ausgesucht, die recht neu und frisch sind. Psychisch eine absolute Belastung. Bist du gut mit Sarah Secret? Wenn wir uns sehen, wir verstehen uns. Hm. Wir reden miteinander. Wie ist sie so in echt? Sympathisch. Echt? In echt ist sie sympathisch. Wirklich. Ich finde sie sympathischer als in den Storys. Okay, wir machen weiter. Ich würde gerne wissen, was war die Intention hinter diesen Statements? Find eine Lösung gegen diese kranken Schweine. Und ich würde gerne mit euch das Ganze anschauen. Das alles heute live am Sonntag um 18 Uhr. Ich freue mich. Kannst du bitte noch tausendmal erwähnen, dass du sonntags um 18 Uhr Videos hochlädst? Warum man Statements abgibt, ist relativ einfach. Jemand wird kritisiert von Person A und Person B möchte sich rechtfertigen und gibt dann dazu ein Statement ab. Ein populäres Beispiel war Liana, eine ehemalige GNTM-Kandidatin, welche sehr viele Vorwürfe in den Raum gestellt hat. Und obwohl... Oder unsere Statements damals, die viral gegangen sind und wo hier gestützt haben und gecancelt worden sind. Das waren die richtigen Statements. Einfach auf 1,5 hören. Ja, würde ich auch vorschlagen. Sehen wir ein bisschen zu langsam. Ich stelle es ein bisschen schneller. Ist das okay für dich? Mach mal. GNTM schon einen massiven Image-Knacks hatte, war es danach sehr, sehr schwierig für die. Weshalb sich Heidi dann in der Position sah. Man fragt sich, ob sie es wollte oder vielleicht eher die Produktion. Jedenfalls hat sie einige Statements abgegeben. Dennoch wurde es komplett von der Position gelöscht und kursiert nur noch in vereinzelten Ausschnitten auf TikTok. So werden Statements nicht nur genutzt, um sich zu rechtfertigen und Umstände zu kommentieren, sondern sie werden auch genutzt, um Reichweite zu steigern. Das zeigt sich in Form von YouTube-Beefs. Wie kann man so abgefuckt, skrupellos sein und darauf scheißen? Die populärsten Beispiele, die ich auch privat kenne, sind Miguel Pablo vs. Heraj. KuchenTV vs. ABK, KuchenTV vs. KS-Freak, KuchenTV vs. und so weiter und so fort. Statements und Beefs werden also oft als Stilmittel genutzt, um eben Klicks zu generieren, Reichweite zu generieren und sehr, sehr viele Zuschauer den Namen wie möglich zu sagen, ne? Mhm. erreichen. Und gab es in letzter Zeit interessante Statements, die ich gerne kommentieren würde. Und eins davon ist Sarah Secret. Wer mich kennt, kennt auch in den meisten Fällen Sarah Secret. Wer mich kennt, kennt auch Sarah Secret. Okay, sorry, Alter. Ich habe schon mehrere Videos zu ihr gemacht, weil sie wirklich eine sehr, sehr interessante Persönlichkeit ist. Da fehlen mir ihr alle Worte. Also nicht auf die... Tut mir leid, auch wenn du mit der gut bist, falls jetzt irgendwas passieren sollte, muss ich meine Wörter rauslassen, ja? Tut mir wirklich sehr leid. Ich hoffe, sie wird dich nach dem Video nicht anschreiben oder so. Positive Art und Weise. Und diese Dame hatte in den letzten Monaten sehr hart zu knabbern. Wer das Ganze nicht mitbekommen hat, ich habe ein eigenständiges Video dazu, werde euch das aber auch... Digga, fang endlich an, Allahu Akbar, Alter! Kurz zusammenfassen, damit ihr im Bilde seid. Unter anderem hatte sie Kapseln gezeigt. Ich nehme das jeden Tag ein. Es soll... Was ist das für Kapseln, Rabia? Ja, sie hat einen Fehler gemacht, sie hat Kapseln gepostet, die sie launchen wird. Und da hat sie ja halt gesagt, dass... Was können die Kapseln? Sie hat gesagt, die würden laut Aussagen von anderen, was ihre Kapseln aber sind, gegen Krebs helfen. Ehrlich jetzt? Das sagt sie wiederholt. Also die ganzen Krebs eigentlich, grüß deinen Kopf. Ja, aber sie hat sich dann auch geäußert, dass sie es anders meinte, aber es war einfach ein falscher Satz. Hör mir das Video mal an. Okay. Es soll wirklich Krebs heilen. Und in einer anderen Insta... Sie sagt, die sollen gegen Krebs heilen. Das kannst du nicht sagen. Das kannst du nicht machen. Ja, schon reingeschissen. Und dann wurde sie auseinandergenommen. Ja, zu Recht aber, sorry. War da zu Recht. Ja, wenn du eine Influencerin bist, du musst doch prüfen, was du vorher postest und wie du es sagst. Weißt du, ich meine? Ja, das geht zu weit, Alter. Die können sogar Krebs heilen.
Alter. Sorry hat sie ihre Mutter instrumentalisiert und mit ihr zusammen über ihre Krebsgeschichte geredet, wo die Mama... Ihre Mama hat Krebs? Ja, ihre Mama und ihr Papa, glaube ich. Ui, okay. Dann züge ich mich ein bisschen beim Lustigmachen. Da viele Sachen erzählt hat, unter anderem, dass sie eine alternative Krebstherapie hatte. Welche Therapie wurde bei dir angewandt, damit du den Krebs... Ich habe da mit den Fachärzten gesprochen, was für mich ideal wäre. Ja. Die haben für mich Überwärmungstherapie angeboten, dass der Körper mal Fieber bekommt. Und Fieber ist so gesund. Und durch Fieber, wenn du 39 Grad Fieber Celsius hast, sterben die Krebszellen. Dass sie bestimmte Nahrungsergänzungsmittel eingenommen. So was kannst du öffentlich nicht sagen. Das, was die Mama gesagt hat? Ja, aber du kannst nicht gleichzeitig, wenn du für etwas wirbst, so werben. Verstehst du? Das geht nicht. Du kannst nicht sagen, ja, du machst es nicht medizinisch, sondern so. Es ist so viel zu gefährlich, weil dann vielleicht Leute dann nicht medizinisch heilen, sondern sagen, ja, guck mal, die hat das und das gesagt, ich mach das jetzt auch. Ja, ich verstehe schon. Du musst krass aufpassen und sie hat halt nicht so, sie hat vergessen, dass die tausend Menschen gucken. Ich verstehe schon. Es ist nicht verantwortungsbewusst, auf jeden Fall. Hat, um den Krebs zu besiegen. Vitamin D im Körper, das muss über 30 sein oder so. Damit. Warte mal, hat sie diese Storys gemacht und dann eine Story später die Kapseln beworben oder was? Nee. Okay. Deine Zellen geschüttelt, das ist die Wand. Also die Zellwand. Ja, wenn das geschüttelt und schwach ist, dann kommen so viele Krankheiten. Vitamin D war bei mir 4. Das heißt, deine Zellen... Ich will auch Vitamin D rausbringen. Und Frau Dr. Zaras... Ich will auch Vitamin B rausbringen. Vitamin D. Ach, Digga. Ich hat sogar neue Ursachen für Krebs gefunden. Aber denk daran, es gibt eine Ursache für den Krebs. Oft ist es auch Stress, oft ist es die Psyche, mentale Krankheit, die einen krank machen lässt. 2 Monate lang hat sie sich nicht dazu geäußert. Doch in den letzten Tagen gab es ein Statement von ihr. Bis hin zu Videos, Mobbing und Zeitungsartikel gegen... Bitte, sie soll jetzt nicht auf Krampf weinen in ihren Stories. Bitte, alles nur das nicht, okay? Alles nur das nicht, hast du mich verstanden? Mich? Die wirklich sehr, sehr hart sitzen. Kurze Frage zwischendurch, wenn ich emotional bin, die Leute anschreie und fast weine, dann denke ich eigentlich nicht daran, noch kurz meinen Filter anzumachen und zu sagen, okay, dann ist ein bisschen brauner aus. Ja doch, vielleicht will sie einfach gut aussehen in ihrer Story. Hallo, das ist Sarah's Secret. So, was ist das denn? Wusstest du, dass Sarah's Secret ein Haus hat, ihr Traumhaus bauen lassen hat und so? Hast du es mitbekommen damals? Wie viele Leute die bezahlen, die immer denselben Satz sagen sollen? Ich habe ein Haus gebaut. Und, falls ihr es nicht wusstet, Sarah's Secret Kalender. Hat ihren Traumhaus gebaut. Interessiert es niemanden, was ich wirklich gesagt habe? Das war der Ramadan-Kalender. Ist mir scheißegal. Aber was hat denn... Da war ich aber auch mit drin. Hast du es auch so gesagt? Ich habe meine Worte gesagt. Es war gar nicht so, dass man sagen muss, was man sagt. Verlass den Stream. Wie viel Geld hat sie geboten? Was, hat sie dir wirklich Geld bezahlt, dass du das auch... Das hat keiner Geld bezahlt. Das war nicht mit Geld. Wieso hast du es dann gemacht? Ich habe das nicht so gesagt, wie du es sagst. Wie hast du es denn gesagt? Das habe ich auf jeden Fall nicht gesagt. Was hast du denn gesagt? Sag mal. Denkst du, ich weiß das? Ach, dann werde ich mir gleich die Story angucken, was du da gesagt hast. Oh mein Gott, und sie ist so eine krasse Geschäftsfrau. Sie hat ihr Traumhaus bauen lassen mit Krebstabletten. Tara wirklich gesagt. Das hat niemanden interessiert, was ich tatsächlich gesagt habe. Man hat einfach eine Story zusammengewürfelt, bei dem es plötzlich hieß... Oh, und das tut mir ja immer noch am meisten weh. Die arme Sarah's Secret, ihr habt alles zurechtgeschnibbelt. Ich hätte mein Geld verdient auf den nackten, krebskranken Menschen. Ja, hast du versucht, oder? Eigentlich hat er... Hat sie doch versucht. Sorry, ich hab's so verstanden, Chat. Wie habt ihr es verstanden? Wie hast du es verstanden, Rabia? Ohne Fitner zu machen? Ja, sie hat sich nicht gut ausgedrückt. Ja, fertig, Alter. Was denn? Niemand behauptet, sondern die Leute haben darüber aufgeklärt, dass es überhaupt absurd ist, anderen Leuten zu erzählen, dass Nahrungsergänzungsmittel den Krebs heilen könnten. Aber klar, drehen wir das einfach so hin. Wallah, auf den Tod meines Vaters und ich schwöre bei Gott an Ramadan. Nicht die Absicht. Bitte, alles nur das nicht. Wallah, es ist einfach unangenehm. Ich kriege Anfälle, wenn ich jemanden auf... Guck mal, wenn du in einem Stream mal weinst oder emotional wirst, dann verstehe ich das. Aber du hast doch 2 Minuten oder mehrere Minuten Zeit, dieses Statement zu posten. Richtig? Du kannst es auch nochmal von neu aufnehmen. Das ist so typisch, die Arme, Yazık, bla. So ist es. Gerek yok bence. So meiner Meinung nach. Es ist gezielt. Für mich ist es immer gezielt, weil die Leute wissen, wie die Leute reagieren. Klar, du bist als Frau ein bisschen emotionaler, dies, das, wie es machst. Mach die f***te Story einfach normal. Ich kann sowas nicht ernst nehmen. Sorry. Nimmst du das ernst? Ich find's nicht schlimm, wenn man so emotional reagiert. Ja, dann heul doch, Alter. Nicht gehabt, irgendwelche Menschen zu verletzen, sondern ich habe einfach nur die Wahrheit erzählt, wie es bei uns war, dass sie es ohne die Chemotherapie geschafft hat und ich empfohlen habe, holt euch eine zweite Meinung, vielleicht schafft ihr es auch ohne die Chemo. Irgendwie entschuldigt sie sich, irgendwie sagt sie, ja Leute, ihr dürft mich kritisieren, aber ich habe nur die Wahrheit erzählt, ich habe nur eine wahre Geschichte erzählt. Es tut mir leid, ich hätte das öffentlich nicht sagen dürfen, eine wahre Geschichte nicht mitteilen dürfen, weil daraufhin... Guck mal, aber jetzt ist halt der Unterschied, ohne jetzt so einen auf den extra auf sie drauf zu prügeln, wenn sie sich dann entschuldigt und ihr Fehler einsieht, dann ist okay, weißt du, ich meine? Aber wenn sie dann nochmal diesen Fehler macht oder wieder ohne Background-Story irgendwas zu erzählen, weißt du, ich meine, dann darf man ihr beim nächsten Mal nicht vergeben. Verstehst du, ich meine? Ja. So sehe ich das Ganze immer. Die Pharmaindustrie
Und die Ärzte in Deutschland immer noch keine und die brauchen auch eine Woche lang im TV. Jetzt lachst du, ne? Wer hat das gemacht, diesen Meme? Ja, sie, wer sonst? Vernichtet habe. Wir befinden uns so nicht auf Instagram, wir befinden uns in irgendeiner Telegram-Gruppe, habe ich das Gefühl. Weil irgendwie scheint Zara das ja nicht richtig einzusehen. Weder wurde was verlinkt, weder wurde etwas verkauft, weder habe ich Pillen verkauft und weder habe ich kranke Menschen verarscht und denen gesagt, nimmt das und euer Krebs wird weg sein. Sie hat recht, dass sie diese Kapsel nirgendwo verlinkt hat und nirgendwo verkauft hat. Ja, und das ist das Einzige, womit sie recht hat. Denn das Problem ist, sie hat gesagt, es ist unser Hersteller. Unser Hersteller hat für einen Kunden etwas entwickeln müssen gegen Krebs. Und die schwören auf diese Wunderheilpflanze mit Zooplankton. Und es wirkt so, als würde man anteasern, dass diese Kapseln eben rauskommen. Gerade weil sie auch erwähnt hat, dass sie selbst Kapseln im... Warum soll man sonst so eine Story machen? Weißt du, ich meine, ich küsse dein Herz. Du als professionelle Influencerin, Rabia, das ist doch immer diese Masche. Das ist so wie wenn ich ein... Okay, das kann man nicht vergleichen, aber ich poste ein Pulli schon einen Monat vorher und irgendwann kommt es dann wieder raus. Ich poste nicht einfach so willkürlich Tabletten und irgendwas, weißt du, ich meine? 100%. Also, das war schon falsch, ja. Muss man sagen. Im Nahrungsergänzungsmittelbereich rausbringen möchte. Ich habe mich für kranke Menschen eingesetzt, denkst du? Ich bin doch diejenige, die doch gerade versucht, gesund zu leben. Ich selbst bin doch von Krebs betroffen gewesen, dass ich nie... Sie hat auch Krebs? Nee. Warum sagt ihr, sie ist von Krebs... Dings? Was ist los? Sie sagt, ich bin auch von Krebs getroffen gewesen. Da, ob sie selbst hatte, weiß ich nicht. Da okay. Muss ich mich enthalten, aber ich glaube, sie meint ihre Familie. Okay. Öffentlich erzählt habe. Zara, chill mal kurz. Jetzt mal ehrlich, irgendwie checkst du die Kritik nicht, oder? Du sagst, ja, kritisiert mich, aber ich habe nur die wahre Geschichte erzählt. Es tut mir leid, ich hätte das öffentlich nicht sagen dürfen, eine wahre Geschichte nicht mitteilen dürfen. Ich habe nur die Wahrheit erzählt und die Pharmaindustrie zerstört mich. Jetzt ist ja die Frage, warum... Ich muss mal nichts sagen, sie hätte einfach sagen müssen, das war falsch, was sie gemacht Fertig, hat. Was holst du denn 5 Minuten rum auf Instagram, Amanakim? Sag einfach, das ist der Fehler, was alle Influencer falsch machen. Hast du einen Fehler gemacht? Wurde dein geleakt? Hast du ein falsches Produkt gepostet? Hast du aus Versehen für irgendwas gesorgt? Dann mach eine Story von mir aus, einen Text oder ein Dings. Es tut mir leid, aber 5 Minuten da zu sitzen und zu heulen, das bringt nichts, Alter. Niemand kann dich ernst nehmen, sorry. Du machst es auch. Ja, und dann hat mich da jemand geärgert. Weißt du, was die immer macht, die Influencer? Heute gehe ich auf Rabi, sie denkt sich, ey, ich komme hier als Gast und Jan ärgert mich einfach. Aber ich gebe dir ein einfaches Beispiel, wie man damit umgehen kann. Zum Beispiel, einer hat was kommentiert, das hat dich gestört. Dann hast du deine Meinung abgegeben, ohne jetzt 10 Minuten da rumzuheulen. Und hast dann deine Community gepostet mit, ja, guck mal, die schreiben sowas, die schreiben was Schönes. So kannst du es ja machen. Aber jetzt stell dir mal vor, jemand hatet dich und du weinst 5 Minuten lang. Du bist eine erwachsene Frau. Warum nimmst du dich beim Weinen auf? Leute, die sich bewusst beim Weinen aufnehmen, kann ich nicht ernst nehmen. Sorry. Hast du auch schon geweint in deinen Storys? Hast du schon geweint in deinen Storys? Ja. Ehrlich? Ja. Wegen was? Eieiei. Warum denn? Ich glaube, wo ich was erzählt habe, irgendwas erzählt. Ja, aber was? Weil du dich für irgendwas entschuldigt hast oder weil du emotional wurdest? Nee, wo ich was erzählt habe, nicht irgendwie entschuldigen oder so. Okay, dann sag. Ich weiß nur, dass so, ich habe mal erzählt, was mir passiert ist früher auf Instagram, dass ich da mal Mädels kennengelernt habe und meine erste Erfahrung und so, hatte ich erzählt und nicht geweint. Und dann hast du geweint? Ich hab geweint. Ich bin so eine kleine Heulsuse. Du Wurst, Alter. Okay, andere Frage. Würdest du es nochmal so machen? Würdest du es wieder so posten, wenn du weinst? Nee. Ich küsse dein Herz, bitte, Alter. Tamam, es ist schon. Aber heißt doch nicht, dass ich nie wieder weinen kann vor Kamera. Es kann sein, dass es passiert, was soll ich machen? Ja, ich aber sag's doch. So. Live. Ja, so, das ist eine andere Art und Weise. Live, okay, kann passieren. Selbst ich wurde schon 100 Mal emotional in Videos. Aber ich setze mich doch nicht bewusst hin, erzähle eine Story und sorry, wenn du das so gemacht hast. Das ist peinlich, Alter. Sorry, Alter. Sorry. Wir machen weiter. Eieiei, Leute, dann kommentieren John Lass Arabien Ruhe und so. Hey, an der Stelle, wir nehmen hier nichts persönlich, Rabia. Nein. Ich sage nur meine Meinung, so wie es ist. Sorry. Kommt das Ganze erst 2 Monate später. Sie hätte an der Stelle, Rabia kommt nie wieder in den Stream. Hätte das Ganze nicht 2 Monate lang getragen müssen. Sie hätte sich ja dazu früher äußern können. Oder haben wir den Fall hier von, das kann man ruhig ignorieren? Nö, eigentlich nicht. Eigentlich hätte man das nicht im Raum stehen lassen müssen. Man hätte sagen können, Leute, war voll dumm, muss nicht sein. Aber ich habe nur die wahre Geschichte erzählt. Aber Zara behauptet, die Leute haben sie fertig gemacht. Ihre Kooperationspartner sind abgesprungen. Ich habe die nach diesem Shitstorm beobachtet und ich finde, die Frau hat doch sehr, sehr fleißig Werbung gemacht. Wo sind denn deine Kooperationspartner abgesprungen? Und ist das die einzige Intention, warum du ein Statement abgibst? Weil du sagst, Leute, voll gemein. Ja, das würde ich jetzt aber nicht unterstellen, ja? Keine Ahnung. Würde ich jetzt nicht machen. Warte, kurz wieder machen. Was ich da offen verloren habe, alle meine Kooperationen, mein Ruf wurde geschädigt. Ja, okay, das war nicht richtig, was ich gesagt habe. Und ja, ihr könnt mich kritisieren, aber doch nicht so. Medina fragt gerade, jetzt mal ehrlich, kann Zara wirklich Farben und Zahlen schmecken? Oder war das früher eine Lüge? Kann ihr das? Ich weiß es nicht. Du weißt es nicht? Okay. Dann will ich Zara das mal selber irgendwann fragen. Ich will, dass Zara mal an meinen Finger lecken und sagen, wie ich schmecke. Heftig kritisieren? Aber nicht an Ramadan. Immer weiter. Dass mir alle Kooperationspartner abspringen, oder? Tavi, aber verstanden. Bitte komm zum nächsten Thema jetzt.
weg von einem nichtssagenden Statement zu einem wirklich nichtssagenden Statement, nämlich wurde das einfach gekonnt ignoriert, und zwar im Falle Shirin David. Wer Shirin kennt, das habe ich auch mitbekommen. Kennt auch ihre 100. Einen auf den, sie hat ihr Auto abgegeben und wegen Klimawandel und hat sich dann eine G-Klasse geholt und kommentiert, Zeiten ändern sich, das habe ich auch mitbekommen. Hab ich auch mitbekommen. Was soll man über Shirin sagen, Bruder? So ist halt das Business, Bro. Man kann ja immer wieder seine Meinung verändern, weißt du? Sorry, Leute, aber da verstehe ich den Shitstorm nicht so krass. Wenn ich vor 4 Jahren oder vor ein paar Jahren gesagt habe, ich achte auf den Klimawandel und vielleicht ändert sie dann irgendwann ihre Meinung so. Sag es doch einfach, guck mal, man kann ja seine Meinung verändern, aber sag es doch einfach gar nicht. Wem willst du was beweisen? So auf den, sag einfach, du hast dein Auto abgegeben. Hanne, als ob du dann 100.000 weitere Fans generierst, die dann dein Album kaufen oder supporten. Digga, manchmal sollte man einfach sein Maul halten, dann entstehen auch solche Shitstorms nicht. Oder dann werden die Leute auch nicht antworten und dich ärgern in den Kommentaren, weißt du? Ich denke mir immer, sie macht es bewusst, damit die Leute dann wieder über sie reden. So denke ich. Nee. Die lenken das. Glaubst du? Ich glaube, sie hat eine bestimmte Community, die halt wirklich dieses vegan und keine Ahnung, dieses mit Benzin, sie hat das ja abgegeben, weil sie auf die Umwelt achtet, dass sie eine Community, die wirklich darauf achtet, und dann wollte sie gut dastehen und hat gesagt, weil sonst, wieso sagt man sowas? Ja, das mach es, aber sag doch einfach nichts. Gib doch dein AMG ab, wenn es nicht mehr gut ist. Fertig, aber sie erwähnt es ja, um bestimmt wahrscheinlich bei dem gut anzukommen. Ja, wahrscheinlich. Guck mal. Zitatwendung von der Veganerin zum McDonalds-Werbegesicht. Von der umweltliebenden Frau zu einem rosa Panzer. Ja. Viele tun die Kritik an Shirin David als Neid ab, denn das ist halt eben... Das hat nichts mit Neid zu tun. Ich sag es genauso und ich habe alles, was ich auf der Welt brauche, Bruder. Sie kennen. Das einzige Mittel, woran sich Leute bedienen können. Alle sind nur neidisch, die irgendwer... Einen auf vegan machen, aber McDonalds essen. Ja, da seht ihr, was Leute alles für Geld machen. Sorry, ich finde, Shirin hat sich auch sehr verändert. Ich mochte sogar Shirin früher sehr gerne. Ich habe sie sogar in Dubai einmal besucht, habe sie leider nicht finden können. Habe sie sogar geschrieben, hat nicht geklappt. Ja, deswegen mich, na, genau deswegen hätte ich sie, glaube ich, weil ich neidisch bin. Ja, das müsste daran liegen. Irgendwelche Leute kritisieren. Vor allem... Rabio, huste, wenn du von Jan Angst hast und wir dich retten sollen. Auf Shirin sind die Leute neidisch. Und ich finde das irgendwie total... Aber warum warst du denn alle so aus wie McDonalds-Werbung? Ja, ich sag, ich habe es gerade vorgelesen. Also sie hat ja auch einen auf den gemacht, dass sie... Ich weiß nicht, ich habe selber nicht recherchiert. Aber wenn einer aus dem Chat schreibt, die hat auch auf vegan gemacht, wo ist dann die Logik für McDonalds zu werben? Okay, weil die paar vegane Burger haben. Weiß ich nicht, Alter. Keine Ahnung, aber das habe ich nicht nachgeforscht, sage ich euch, wie es ist. Traurig, weil sie so eine krasse Fanbase hat, die sie bis auf den Tod verteidigt, obwohl Shirin ja nicht mal richtig was für die tut, die ist einfach nur da. Die postet Sachen, wenn irgendwelche Sachen verkauft werden müssen, wenn eine Kooperation ansteht, wenn ihr Album ansteht. Und hatte sie sich in einer Instagram-Story... Genau so will ich auch sein, Digga, genau so. Irgendwann scheiß ich auf euch alle, Chat. Ich scheiß auf euch alle. Ich scheiß auf euch alle und ich poste einfach. Sie hat ihren Hate geäußert, muss man fairerweise... Hast du ihre Augenbrauen gesehen? Digga, ist ja das jetzt erst. Was hat sie gemacht? Hat sie die abrasiert? Nee, gebleached. Augenbrauen gebleached? Mhm. Bleibt das so immer jetzt so? Nee, es wächst ja nach. Warte mal, bleachen ist doch, wenn du... Ach blondieren. So, okay, cool. Meine Augenbrauen sind auch gebleached. Was? Meine Augenbrauen sind auch gebleached, aber noch nicht so hell. Digga, was passiert hier? Ich will die Leute hin und du machst 1 zu 1 das, was die Leute auch schon machen. Aber ist ja jetzt nicht so hell. Nur 1-2 Nuancen habe ich heller gemacht. Aber ich bin, Alter. Mann, Alter. Ja, aber das sieht jetzt nicht schlimm aus. Mhm. Sie hat ja bewusst so gemacht, dass es so krass hell ist, oder? Sie will halt auch immer anders sein, ne? Ja, okay. So, sie will jetzt, dass ihr darüber redet. Digga, merkt ihr was? Immer wenn ich was Dings will. Oh Mann, Alter. Sagen, es geht um ihre Augenbrauen. Dass sie darauf eingeht so. Die bleicht sich die Augenbrauen und sagt dann, ja Leute, ist halt so, Hate gehört bei mir dazu. Aber auf alles andere geht die Frau nicht ein. Hier haben wir eben das Ignorieren. Sie ignoriert das Ganze einfach was weg. Stand da, habe ich nicht gelesen, du? So, wir können stoppen. Es gab bei mir ehrlich gesagt nie keinen Hate, deswegen ist es für mich nichts Unnatürliches oder Neues, wenn ihr versteht, was ich meine. Der gehört halt einfach bei mir dazu. Ja, wenn du halt eine Person bist, die sehr viele Follower hat und auch eine große Community hat, ist es auch normal, dass es auch immer Leute gibt, die dich nicht mögen. Die Leute machen sie halt fertig, weil sie sich in sehr vielen Sachen widerspricht und in einem kurzen Zeitraum. Verstehst du, was ich meine? Das weiß sie aber auch selber. Aber um dann halt auf die Sache nicht eingehen zu müssen, sagt sie einfach diesen Satz. Weißt du, ich meine, das ist so, wie wenn mich jemand Shitstorm und ich sage, ja, der ist neidisch. Das ist so simpel. So, und das kritisiert gerade Sascha und der bin ich voll mit dir. 100%. Aber auf alles andere geht die Frau nicht ein. Hier haben wir eben das Ignorieren. Sie ignoriert das Ganze einfach weg. Denn auffällig ist, dass diese Skandale alle in einem Zeitraum stattfinden, wo eben was promoted werden muss. Dann zu behaupten, ja, Hate gehört bei mir dazu und das war schon immer so. Ich finde, man kann das nicht behaupten, weil man aktiv... Ihre neuen Haare sind absolut hässlich. Nö, ich fand die Haare nicht so schlecht. Und das sind nicht die neuen Haare? Ne? Ne, ich meine Shirin. Ja, das sind nicht die neuen Haare. Wie, das sind nicht die neuen Haare? Sie hat andere Haare. Hast du nicht gesehen mit so Pony und so? Ach so. Das sieht anders aus. Okay. Die Dinge zuständig ist. Das einfach im Raum stehen zu lassen. Das sah schön aus. Ist halt so und das gehört dazu. Mit Pony sieht nicht gut aus, das muss ich jetzt sehen. Das bewerte ich als Mann, nicht als Frau hier. Wenn du sagst... Hey, mach dran. So wie das unten. Ah, ist jetzt auch nicht schlimm so. Die macht's doch bewusst, die will ja nicht aussehen wie andere, weißt du, ich meine? Throwback to when I had no BBL, no nose job. Was ist dein nose job? Ihre Nase operiert. No fillers and you already called me plastic and fake. Was heißt 8 y'all up? 8, A-T-E. Was heißt das? Keine Ahnung. Alright then? Ja, keine Ahnung.
Durch. Leute haben mich schon früher mal gehatet, weil ich künstlich ausgesehen habe. Das ist ungerechtfertigt. Wenn du aber vier komische Aktionen hintereinander bringst und das dann einfach im Raum stehen lässt, dann brauchst du dich doch nicht wundern, wenn... Aufessen. Ach so, Aid. Ja. Wenn Hate bei dir dazugehört und normal ist. Vor allem, wenn der Hate ja offensichtlich provoziert wird, um Reichweite zu steigern. Aber das dann so abzutun und zu ignorieren, ich finde, das hat auch schon so ein GNTM-Niveau, aber Heidi hat sich dazu wenig geäußert. Der letzte Kandidat und mein Liebling ist Nada Jandawi. Wow, jetzt wird's persönlich, Digga, weil keiner greift dir meine Freunde an. Ich bin gespannt, ich gehe bis zum Tod für Nada. Okay, nicht bis zum Tod, aber ich werde dich schon in Schutz nehmen. Mal gucken, was sie jetzt hier zu erzählen hat. Ich habe die Storys von Nada auch gesehen, deswegen bin ich mal gespannt, was jetzt passiert. Der Pressesprecher der Jandawi-Familie. Insgesamt in den letzten... Der Pressesprecher der Jandawi-Familie. Okay. Die Bundespräsidentin von YouTube, Bruder, hat gesprochen. Monaten, Jahren Family-Contents immer mehr kritisiert. Und das Problem ist, dass die Jandawis immer außen vor bleiben, weil sie eben auch eine krasse Fanbase haben. Und denen wird das irgendwie so, es geht bei denen immer so durch. Weil die sind ja Traumfamilie, bla bla bla, perfektes Pärchen und so weiter und so fort. Jetzt werden die... Ja, die sind wirklich, die sind cool. Kennst du, hast du schon mal persönlich getroffen? Nee. Ja, ich kenne die beiden, ja, ich war auch schon öfter bei denen. Die sind wirklich toll, toll, toll. Sag ich euch, wie es ist. Ich sage es auch immer wieder auf YouTube und ich würde es auch bis zum Tod sagen, weil ich die kenne. Würde ich, guck mal, bei mir ist so, ich weiß nicht, ob es an den Menschenkenntnissen liegt, aber Leute, die ich im Internet sehe, die auf diese Couple-Filme machen, die voll viel nehme ich nicht ernst. Ich merke, dass es gekünstelt ist und viel abgekupfert ist und viel nachgemacht ist, weil die auch so halt in dem Sinne berühmt werden wollen. Weißt du, ich sehe so viele Couples, die Videos posten, zum Beispiel eine betet. Die machen ein TikTok, die sehen, kommt nicht gut an, löschen die wieder. Aber mit den erreichten Followern versuchen sie sich immer und immer wieder größer zu machen. Und dass diese Leute es wirklich schaffen, auf YouTube 5000 Aufrufe zu machen, während mein Kochvideo floppt auf YouTube, oder? Macht mich mies aggressiv und bringt mich bald dazu, alle ab. Sag ich euch, wie es ist. Na, um auf den Punkt zurückzukommen, bei vielen merke ich das, dass es fake ist. Aber bei denen, es ist nicht fake. Klar, wenn es ein bisschen zu übertrieben ist und zu kitschig ist, es ist dennoch eine Positivität, was sie versuchen auszustrahlen. Und das finde ich immer noch besser, als jemand, der 15 Minuten nur jemanden kritisiert. Verstehst du? Das, was Saschke hier gerade macht, das habe ich auch jahrelang gemacht. Aber Bro, irgendwann muss ich um deinen Scheiß kümmern. Weißt du, ich meine? Ja, ne, wir gucken mal weiter. Warum schreibt ihr alle Fijian Dois? Was ist los, Alter? Chill mal. Ich habe tatsächlich auch mehr kritisiert, sodass sich Nada tatsächlich mal dazu geäußert hat. Bleiben wir doch mal rein. Ab zu meinen. Achso, sie denkt, weil sie Nada kritisiert hat, hat sich jetzt Nada dazu geäußert? Oder generell, weil dieser Hate kam? Es kam gerade so wegen ihr. Ja, ne? Also, so habe ich es auch verstanden. Einem Außenkorrespondenten, Nada Jandawi. Wir haben alle Kinderfilme geschaut, wir haben alle Hollywood-Filme geschaut, wir haben Lazy Town geschaut. Kennt ihr noch Lazy Town, die mit den pinken Haaren? Und jeder, der auch heute diese Themen kritisiert hat, bestimmt mal einen Kinderfilm gucken, guckt immer noch Filme, wo irgendwelche Kinder mitspielen und so. Ich wusste nicht, dass Imani professionelle Schauspielerin ist. Kurz mal zwischendurch, da er okay. ja so gerne diese Kinderfilme als Beispiel aufführt. Was ist denn aus Kevin allein zu Hause geworden? Das ist aus dem... Ja, ein Beispiel von Tausenden. Okay, und jetzt, wie geht's weiter? Also wird jetzt Imani ein wie Kevin allein zu Hause oder was? Was ist das für ein Argument, Alter? Was ist das für ein Beispiel? Walla, ihr könnt gerne als Community von Saschke hier kommentieren und mich kritisieren, aber das ist ein Drecksbeispiel. Ein schwarzes Schaf wird es immer geben. Wir sind ja nicht in Hollywood, Alter. Weißt du, ich meine? Dem geworden, Junge. Außerdem gibt es eben einen Unterschied zwischen Kinderschauspielern oder Kindern in Werbungen, da diese Kinder nicht privat auftreten. Diese Kinder werden für eine Werbung gebucht und das kann man auch finden, wie man will. Ne? Ich würde das auch verstehen, wenn Leute das kritisieren. Es ist nun mal so, dass Kinderspielzeuge natürlich besser ankommen, wenn sie von Kindern promotet werden, aber in diesen Fällen steht das Kinderspielzeug im Vordergrund. Das heißt, die Infos der Kinder sind egal. Kann man aber auch finden, wie man will. Die Frage ist ja insgesamt, wie gut ist es, Kinder so früh in die Öffentlichkeit zu ziehen? Und Nada, der findet das vollkommen in Ordnung, weil er will ja eigentlich nur Liebe verbreiten und guten Content. Ja, will er auch. Bringen. Und die anderen sind doch schuld. Das Problem ist nicht wir, die korrekt sind, die Spaß und Liebe verbreiten wollen. Das Problem sind kranke Schweine, die zu Hause sind und kranke Fantasien haben. Und Imani ist als Privatperson da, die permanent auf dem Kanal zu sehen ist. Der Kanal wird mit privaten Infos von ihr gefüttert, wie sie furzt, wie sie trinkt, was sie sagt, wie sie geht. Selbst ihre Geburt wurde verfilmt. Sehr schön, weiter. Sehr gut. Machst du toll. Ich denke schon, dass es noch einen Unterschied gibt, aber den sieht Nada nicht. Und jetzt werdet ihr mir alle recht geben. Wer ist das Problem? Ich sagte, wie es ist, ne? Als ich auf das Video reagiert habe, Walla, jetzt ohne Spaß, ne? Die Leute kritisieren das ja. Sie sagt ja gerade, er hat auch die Geburt gefilmt. Ey, ob das gut ist oder nicht, man hat jetzt ja nicht seine Frau gesehen, wie das Kind, der hat ja seine Reaktion aufgenommen. Einfach weil, ich kann das verstehen. Er teilt alles mit seiner Community, vielleicht ist es auch einer zu viel gewesen, aber als ich das gesehen habe, Walla, ich glaube, man kennt die Reaktion auf YouTube, ich habe geweint. Fand das auch richtig. Walla, ich bin null mit der Absicht da rangegangen, ja, Mann, wie eklig und das geht zu weit und so. Weißt du, ich meine, und ich bin ein erwachsener Mann. Verstehst du? Es kommt an der Stelle wirklich drauf an, jeder hat seine eigene Meinung. Einer sagt, ich würde sowas nicht, ich sag dir ehrlich, ich würde es wahrscheinlich auch nicht aufnehmen. Da ich aber schon so
wie ein Fan oder wie ein Freund schon in seine Familie drinne war, fühle ich das, was da passiert. Verstehst du? Ich freue mich für einen Bruder, wenn er ein Kind bekommt. Ob er es reinschreiben muss oder nicht, spielt keine Rolle. Aber meine richtige Reaktion war, ich habe vor Freude mich so gefreut, ich habe einfach geweint in der Reaktion. Voila. Ich fand's eigentlich schön. War das so, glaube ich. Ja. Die Reaktion fand ich sehr schön. Ich glaube, die Leute auch wenn man keinen persönlichen Bezug zu ihm hat. Mhm. Dass sie das dann aber auch so reinstellt und so ihn dann nochmal, also andere Zuschauer noch so, ah, guck mal, hast du gesehen? Und er auch seine Geburt aufnehmen lassen. So muss das sein. Geh doch einfach nur auf das Statement ein. Und dann ist gut. Versucht doch nicht andere Sachen noch mit reinzukarten. Weißt du, ich meine, wir gucken mal weiter. Problem, Leute. Wir Menschen, die Spaß haben und Liebe geben und versuchen, uns gegenseitig glücklich zu machen, oder die kranken Schweine zu Hause. Man sollte die bekämpfen. Das nutzen ja sehr, sehr gern Familienblogger und sagen, hey, was ist das hier für eine Täter-Opfer-Umkehr? Beschuldigt doch die Leute. Ich kann in gewisser Weise verstehen, wo man das sieht. Denn ja, man muss was dagegen tun, dass Inhalte von Kindern zweckentfremdet werden. Und man muss auch die Leute bestrafen, die diese Art von Bildern verbreiten, zweckentfremden, verkaufen, was auch immer. Genauso sind die Eltern auch dafür zuständig, dass diese Art von Inhalten nicht im Internet landen. Warum merkt man das als Vater nicht, dass man sein Kleinkind beschützen soll vor ihm solchen Leuten, dass man denen nicht aktiv Videomaterial liefern muss. Eine Frau zieht sich freizügig an, jetzt kommt ein Mann und macht was mit ihr. Der Grund, weil sie freizügig angezogen ist. Und jetzt kommen irgendwelche Leute im Internet und sagen zu dieser Frau, das ist dein Problem und dein Fehler, weil du dich freizügig gezeigt hast. Das ist falsch. Das Problem ist in dem Fall der Mann, der sich über sie hermacht oder so, weil er sie freizügig sieht. Versteht ihr, was ich meine? Das Problem sind nicht die Menschen, die sich nichts dabei denken und einfach nur glücklich sind. Das Problem sind diese kranken Schweine. Ich finde das sehr, sehr interessant, dass Nada sagt, die Frau ist nicht schuld, wenn ihr eben etwas zustößt durch den Täter. Denn ich hätte es nicht gedacht. Wisst ihr? Erst der Typ, der gesagt hat, dass ich eine Frau bedeckt halten soll, damit andere nicht denken, geil, sondern Maschallah. Mein Vater hat immer gesagt, willst du, dass man über deine Frau sagt, geil, oder willst du, dass man sagt, Maschallah? Meiner Meinung nach sollte man nicht so übertreiben. Man sollte sich ein bisschen bedeckt halten, wie eine Perle. Warum bitte? Hä, aber wieso vergleicht sie das miteinander? Das hat was gar nichts miteinander zu tun. Was denn? Sie sagt ja, dass sie nicht von ihm gedacht hätte, dass er sagt, so, wenn eine Frau sich offen anzieht, dass die Frau nicht schuld dran ist, wenn irgendwie ein zu ihr kommt oder irgendeiner, der sie einfach anmachen will. Genau, sie ist nicht dafür schuld, sondern der Mann. Und sie kommt wieder mit das mit ganz anderem an. Also an sich kann er das trotzdem vertreten. Es ist ein bisschen aus dem Kontext heraus. Ja, es ist... Kann er das auch trotzdem vertreten. Er kann auch trotzdem, auch wenn er sagt, meine Frau, ich finde es schön, wenn meine Frau, die Männer sagen, sie sieht schön aus und nicht geil aus. Hm. Das sind zwei verschiedene Dinge und trotzdem kann er immer noch sagen, dass eine Frau nicht schuld ist, wenn sie sich aber dafür entscheidet, so anzuziehen. Hm. Weißt, egal, was er gesagt hätte, sie hat ihn kritisiert. Hm. Denn hier zwischen einem Kind differenziert, was kein Bewusstsein hat, was nicht weiß, was vorgeht, und seiner Frau, die zu 100% weiß, was vorgeht und eigentlich Herr ihres Körpers ist. Die richtige Frage ist, will Luisa Bikini tragen oder nicht? Ihr wollt es direkt so darstellen, ja, du erlaubst ihr das nicht. Digga, auch wenn es so wäre, ja, sagen wir mal, es wäre so, was ich nicht glaube. Was juckt euch das? Was zum juckt euch das? Habt ihr kein eigenes Leben? Was juckt euch das? Dass ihr das mit dem Kind kritisiert oder was auch immer, dass die halt noch zu klein ist, selber zu entscheiden zu dürfen und die in den Videos dabei so, okay, verstehe ich auf einer Seite. Wallah, verstehe ich. Aber was juckt euch das, wie die Frau eines Mannes sich anzieht und wie nicht? Was juckt euch das? Was geht euch das an? Wer gibt irgendjemandem das Recht, über meine Frau zu reden? Ich weiß, wie ich mit meiner Frau umzugehen habe und meine Frau auch. Ganz simpel, Bruder. Nur weil Leute in der Öffentlichkeit Videos drehen, heißt es nicht, okay, normalerweise Gesetz, ja, du bist persönlich, die Leute können kritisieren, aber ich frage die Leute jetzt bewusst, was juckt dich das, Sascha? Was juckt dich das, was Nada mit seiner Frau macht? Was juckt dich das? Wenn diese Frau sich bewusst für ihn entschieden hat und sich vielleicht auch denkt, okay, früher war ich freizügiger, wenn sie denn freizügiger war, und heute kleide ich mich so und ich fühle mich wohl dabei, und wenn sie das auch so preisgibt, warum greift ihr das Thema immer wieder auf? Für was? Für was? Ich weiß für was. Für eure Aufrufe. Aber für mehr auch nicht. Ganz simpel. Das macht mich sauer, Bruder. Ist oder nicht? Gott sei Dank, wir kommen nicht in die Situation, dass man sich gegenseitig was verbieten muss, weil wir dieselben Ansichten haben. Warum geht die Logik nicht richtig auf? Weil... Erzähl mal, warum geht die Logik nicht auf? Erzähl mal. Das Kind natürlich ein Klickerhand ist. Es bringt super viele Views, Millionen... Die Jindawis hatten auch vor dem Kind pro Video 500.000, 600.000 Aufrufe. Was willst du von denen? Ich will ja verstehen, wenn Nada oder Luisa keinen Hype mehr haben oder was auch immer. Aber diese Leute haben zu dem Zeitpunkt, wo ich auf die schon reagiert hatte, auch 300.000 Aufrufe. Okay, jetzt werdet ihr sagen, da war Mila dabei. Ja, ist die kleine Schwester gewesen. Wie alt ist die jetzt? Ich so weiß oder nicht. So hätten, die haben die Hype. Kann die haben auch so Hype gehabt. Walla, was ist das Problem? Von Leute nehmen sich diese Familie als Vorbild. Und was ich persönlich. Walla ist ein Vorbilder. Ich wünsche jeder Frau einen treuen und schönen Mann wie Nada. Walla, genauso wie ich auch Luisa oder jeden Frauen da draußen einen treuen und einen hübschen Mann gönne. Ob die gut aussehen oder nicht, spielt für mich keine Rolle. Das Schöne an einem Menschen ist, wenn er treu ist. Verstehst du, was ich meine? Und das glaube ich. Und das kaufe ich denen ab.
Zu 100%. Ich und der haben, was das angeht, denselben Mindset. Ich war bei den Familien, ich saß da. Wisst ihr, ich will halt nicht so viel von deren Privatleben erzählen. Das, was sie erzählen, erzählen euch selber sowieso. Ich kann nur aus meiner Sicht sagen, weil ich da schon mal war und alles gesehen habe und mein Gefühl, was du erzählst, weißt du? Es wird immer Neider geben und es wird immer Leute geben, die irgendwas kritisieren. Und bevor jetzt irgendwelche Klugscheißer, die wegen Sascha das Video angeklickt haben, ich glaube, an der Stelle beenden wir auch das Video, okay? Weil mehr brauche ich auch dazu nicht zu sagen. Ich gebe trotzdem aufgeregt hier einen Daumen hoch, dass wir darauf reagieren dürfen und ich abonniere dich auch wieder. Weil es macht Spaß, man kann mit dir gut debattieren, glaube ich. Guck mal, ich bin voll und ganz deiner Meinung, dass das nicht schön ist. Im Sinne von, dass andere Leute, wenn zum Beispiel, du zeigst deine Familie, zum Beispiel, ich drehe jetzt Videos mit meiner Frau, ich fände es nicht schön, wenn Leute meine Frau im Internet sehen. Weil allein dieser Gedanke und dieses Gefühl im Kopf, ein Typ geilt sich auf meine Frau auf, ist für mich ekelhaft. Jetzt werdet ein Nader als Argument sagen, ja, das liegt an den Leuten. Ja. Es liegt an den Leuten, aber für mich selber, für mein Ego, ich könnte damit nicht klarkommen. Wenn aber die Positivität deren Community dafür sorgt, dass die halt, weißt du, dass das gut ankommt und dass sie für Werte stehen und Woche für Woche so gute Werte vermitteln, Bruder, dann ist es eben so. Ob dieses Kind später oder früher oder später damit klarkommen wird, das liegt an Imani. So, das kann man nach 18 Jahren sehen, ob die es gut fanden oder nicht. So, weißt du, ich meine, aber heutzutage, alle Kinder wachsen mit so iPhones auf. Zweijährige Kinder können mit iPhones besser umgehen als gefühlt wir. So, weißt du, ich meine, ob es gut ist oder nicht, das sei mal dahingestellt. Jeder soll das machen, was er möchte. Ich finde die Videos gut. Würde ich solche Videos machen? Nein, weil ich nicht will, dass meine Familie im Netz ist. Geht es aber mich hardcore was an, dass ich mich wirklich eine Stunde in einem Video hinsetze und jemanden krass dafür kritisiere und auf Kampf wirklich alles kritisiere und Sachen aus der Vergangenheit raushöhle? Nein, geht mich nichts an. Wenn du diese Person nicht magst, dann guck diese Videos nicht. Solange die dich nicht verletzen und die nicht mal antworten, lass die Leute machen, was sie wollen. Ganz simpel, Alter. So sehe ich das. Kann ich noch irgendwas sagen? Womit könnten die Leute uns jetzt noch kritisieren in den Kommentaren? Chat, hilf mir. Was können die Leute noch sagen, dass ich direkt dagegen argumentieren kann, damit ich in den Kommentaren keinen Durchdreher kriege? Ja, John sagt das jetzt nur, weil er sein Kollege ist. Ich sag's bei den anderen genauso. Zum Beispiel, wenn es Couple-Leute gibt, die, keine Ahnung, Familie X und die Frau ist da freizügig, wallah, finde ich nicht gut. Aber die ist nicht freizügig, die zeigen ihre Familie aus der positivsten Sicht. Was ist daran so verwerflich? Wallah, wegen diesen Videos will ich auch eine Frau haben und Kinder auf die Welt bringen, weil es was Schönes ist. Es vermittelt was Schönes. Man geht nicht nur mit dem negativen Gedanken da rein. Weißt du, ich meine? So sehe ich das, Alter. Younes Mariam. Ach, die kannst du in die Tonne kloppen, Bruder. Scheiß auf die. Die kann ich nicht ernst nehmen. Das sind Kinder. Habe ich irgendwas falsch gesagt? Sag, wenn ich irgendwas falsch gesagt habe, sag, dann muss ich es korrigieren, bevor wir es hochladen. Also ich mag deren Content auch. Also ich habe denen schon gefolgt, wo ich nur ihr gefolgt habe. Also Kritik wird es immer geben und dass die beiden Hype seinen Vater haben, das wissen wir alle auch. Dass das dann auch ausgenutzt wird, wissen wir auch. Sie könnte doch genauso über, guck mal, das meine ich doch. Sie könnte doch genauso über andere Leute reden, die Statements gemacht haben oder ihre Kinder im Internet zeigen. Warum immer die Jindois, Bruder? Warum geht ihr immer auf die Jindois, Bro? Das verstehe ich nicht. Warum? Wofür? Ja, für Aufrufe, Bruder, sorry. Und diese Leute werden nie auf Sascha antworten. Das ist das Ding. Das ist halt das Geile. Leute, die Kritikvideos machen, die werden nie eine Antwort kriegen, weil die dann noch mehr Reichweite kriegen. So läuft das, Alter. Kümmert euch ein bisschen um euer Leben. Guck mal, Sascha, ich mag dich. Ich hab nichts gegen dich, wallah. Ich fand auch teilweise das Video gut, wo du über Sarah Siegel, da bin ich voll mit dir. Aber jedes Mal auf die Jindois, Bruder. Wenn ein erwachsener Mann entscheidet, ich nehme meine Tochter auf und ich finde das gut, ich werde meine Tochter irgendwann aufklären, meine Familie ist auch legitim damit, dann hat dich das nicht zu jucken und einer fremden Person auch nicht. Ja, Videos wird es im Internet immer geben. Wer weiß, wie viele Leute schon auf dein Gesicht eingeschaltet haben und dein Video im Darknet verteilt haben. Wenn jemand einen Hass auf dich hat, der wird auch über dich Lügen-Stories erzählen. Willst du dann auch tausendmal dagegen schießen oder dagegen Videos machen? So, wenn das jetzt ein komplett anderer Vergleich ist. Aber ist nun mal so. So ist das Internet, Alter. Lern damit umzugehen, ansonsten gehst du im Internet raus. Punkt. Versucht nicht immer alles tot zu heben. Was ist denn los mit euch, Alter? So, und damit beende ich das Video und das Gespräch. Danke fürs Einschalten. Wir sehen uns morgen um 21 Uhr wieder.